Hallo. Endlich macht sich eine Bundesregierung daran, die viel zu hohe Staatsverschuldung abzubauen. Ich habe, glaube ich, maßgeblich dazu beigetragen, dass wir diesen Weg jetzt gehen. Ich habe damals in der ersten Föderalismuskommission mich massiv dafür eingesetzt, eine Schuldenregel einzuführen. Ich habe mich dafür eingesetzt, die zweite Kommission einzusetzen, wo wir eine Schuldenregel dann beschlossen haben, für die wir heute dankbar sein können. Jetzt geht es daran, dies umzusetzen. Und das bedeutet, die Ausgaben drastisch einzuschränken und auf der anderen Seite für stetiges Wirtschaftswachstum zu sorgen. Ausgaben einzuschränken, das bedeutet, sich auch von liebgewordenen Programmen zu verabschieden. Ich weiß, dies fällt oft schwer, aber wir müssen durch und wir müssen den Mut haben, dies zu tun. Und Wachstum zu generieren, das bedeutet, dass der Staat Rahmenbedingungen richtig setzt, dass der Staat den Bürgern und den Unternehmen den Freiraum gibt, jetzt selbst zu handeln. Ich bitte Sie herzlich, begleiten Sie uns auf diesem Weg. Ich weiß, dies ist nicht immer einfach. Gerne diskutiere ich mit Ihnen darüber, aber ich bitte Sie, unterstützen Sie uns dabei, diese Gesellschaft zukunftsfähig zu machen und die junge Generation in den Mittelpunkt unserer Politik zu stellen. Herzlichen Dank.